Vorher darfst du nicht aufhören. Oh, Death World 2. Wie gut, dass wir mit Teil 1 schon durch sind. Ja, und funktioniert das wenigstens? Wir werden das gleich wissen. Aber das würde ja bedeuten, dass Death World 1 tatsächlich fertiggestellt wurde. Oh, wir sehen schon etwas. Prozentsatz. Es gibt in der Community-Datenbank ein Request für Death World 3. Und einfach Charaktere umbenannt. Gut. Alter, was? FBI-Agent und irgendwas mit The Fuck und Schreibfehler und. Wenn du die Fronts nicht installiert hast, dann hängt das I immer in anderen Buchstaben mit drin. Also bei manchen Buchstaben ist es beim N. Nein. Wir müssen das ausmachen. Das Spiel hat Gewaltdarstellungen. Ich würde auch sagen, wir machen das aus. Also ich finde sowas nicht schön. Wollen wir zum Spiel oder zum Bonus? Ja, Bonus. Bonus. Bonus-Runde. Next. Bonus. Ach, leck mich doch, du dummes Spiel. Was? Ach, verdammt. Und dann den Text nicht schneller stellen, ohne komplett drüber zu springen. Nein, man kann diesen Screen nicht schneller wegdrücken. Oh, ich kann so viel lesen. Ja. Das macht es, wenn wir es eh nicht verstehen, wenn wir Teil 1 nicht kennen, das Intro übersprungen haben. Teleportiert. Dieses Geräusch. Thaler, kannst du lesen, was da steht? Nein. Schade, da weiß wohl niemand, worum es geht. Es geht um Zombies. Wollen wir wirklich mehr wissen? Das ist schön. Das ist ja schon fast wie Dreamland. Nachdem niemand den Text lesen kann, schnell ich das Ganze mal schnell. Boah, Ranario, denk nur nach, was wir alles tun können, wenn wir erstmal Dreamland spielen. So viele Möglichkeiten. Sie können sterben oder... Wir können alles machen. Fuck. Das sieht ja schon fast irgendwie gut aus. Wäre nicht dieser hässliche Text plötzlich erschienen. Den man vor allen Dingen so toll lesen kann. Und ich habe endlich Kontrolle über den Charakter. Oh Gott. Der Schlüsselwahnsinn. Abteilungsschlüssel A. Kommt bestimmt noch B, C, D, E, F. Ich muss dich gleich rauskicken, wenn du weiter über den Avantage sprichst, weil sonst weint Tara wieder. Ja, bitte. Das ist ein bisschen lästig. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, wir haben hier sogar mal ein halbwegs gutes Spiel erwischt. Geil. Dann hat Tara auch recht. Nee, ihr stimmt eigentlich. Nee, ich würde jetzt auch sagen, ich ignoriere ab sofort alles, was du sagst, weil du hast einen Pony-Avatar. Nichts. Ich kann damit leben. Welche Wette hast du eigentlich verloren, dass du den tragen musst? Keine Ahnung. Nee, bet mal lieber zu Gott. Genau, Beat, du spät, jetzt stirbst du. Ich glaube auch fast. Das Spiel hat bestimmt das Dreamland-System, ja, sag ich doch. Dreamland?
Sunny 50% vom Leben weg. Du musst ihn töten. Töte ihn. Ja, du musst ihn doch nur angreifen. Das ist das, was ich getan habe. Jetzt habe ich es geschwächt. Okay, das hätte was werden können, hätte ich überlebt. Der Mike hat das Spiel schon auf ihre Liste geschrieben von Spielen, die sie noch spielen möchte.